Seit diesem August ist es geltendes Recht. Eltern haben ab dem ersten Geburtstag ihres Kindes einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Das hört sich erfreulich an, ist es jedoch nicht unbedingt. Denn es gibt immer noch nicht genügend Plätze. Was bringt also der sogenannte Rechtsanspruch in der Realität? Warum gibt es immer noch zu wenig Krippenplätze? Und wie geht die evangelische Kirche als größter freier Träger mit dieser Situation um? Darüber diskutieren wir jetzt bei Alpha und Omega. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bei mir im Studio begrüße ich Cornelia Baines. Sie hat nach der Geburt ihres zweiten Kindes in Stuttgart vergeblich nach einem Krippenplatz gesucht. Deshalb hat sie mit einer Kollegin ihre eigene Kita gegründet. Christa Engelmann ist Ministerialrätin im Kultusministerium Baden-Württemberg. Als Vertreterin des Landes sieht sie eventuellen Klagen auf einen Betreuungsplatz gelassen entgegen. Die Leidtragenden sind die Kommunen, sagt Saskia Möding vom Städtetag Baden-Württemberg. Sie wirft der Landesregierung vor, nicht früh genug für ausreichend Kapazitäten in den Betreuungseinrichtungen gesorgt zu haben. Für Jörg Schulze-Gronemeyer war der Rechtsanspruch längst überfällig. Der Abteilungsleiter Jugend und Soziales bei der Evangelischen Kirche Stuttgart sieht allerdings ein großes Problem, den Mangel an Fachpersonal. Frau Baines, Sie haben für Ihr zweites Kind vor ungefähr 10 Jahren, kann man sagen, mehr als 2 Jahre nach einem Platz gesucht. Wie verzweifelt waren Sie damals? Meine Stelle hing davon ab. Ich war in Elternzeit, ich war Pressereferentin, hatte meinen Traumjob gefunden und wollte die Zeit als Tagesmutter 1 Jahr in Elternzeit zu Hause überbrücken und dann natürlich wieder zurück ins Büro. Und mir war nicht klar, dass das nicht so einfach ist und dass mir da Steine im Weg liegen. Ich habe mich wie viele Mütter und Väter auf die Wartelisten setzen lassen. Entweder habe ich gar keine Rückmeldung erhalten oder ich habe Absagen erhalten, aber eine Zusage habe ich nicht erhalten. Sie haben dann Ihren Job als Pressereferentin, Sie sagen, Ihren Traumjob aufgeben müssten. Wie schwer war das für Sie? Es war sehr schwer. Ich habe 1 Jahr lang Stellenanzeigen ausgeschnitten und gesammelt, weil ich sehr ambivalent zwischen der Tätigkeit als Tagesmutter und aber auch wieder zurück in den Job so in der Zwickmühle war, wie es weitergeht. Ich habe meinen Chef dann nochmal um 1 Jahr Verlängerung gebeten. Eigentlich wollte ich nur 1 Jahr Elternzeit nehmen, habe es nochmal auf 2 Jahre verlängert, auch nach 2 Jahren kein Kita-Platz. Und dann war die Entscheidung eben da, Kündigung oder ja, weitermachen. Es war ein langer innerer Prozess in mir und ich habe mich dann für die Tagesmuttertätigkeit entschieden, weil ich somit besser Familie und Beruf miteinander verbinden konnte. Mein Mann hat noch Schicht gearbeitet. Es war einfach ohne diesen Kita-Platz nicht möglich, das sonst irgendwie zu handeln. Was war für Sie das Schwerste daran? Ich habe ja für diesen Job gekämpft. Ich habe dafür gearbeitet. Die Anerkennung als Pressereferentin in der Gesellschaft ist weitaus höher wie als Tagesmutter. Und das fiel mir schon sehr schwer, das aufzugeben. Aber ich habe dann eben aus der Tagesmuttertätigkeit dann auch noch was gemacht. Sie haben dann einige Jahre später, im Jahr 2009, Ihre eigene Kita gegründet. Mittlerweile haben Sie über 100 Kinder auch in diesen Einrichtungen. Wie kam es denn dazu? Wie kamen Sie denn dazu, diesen Schritt zu machen? Also ich bin da etwas reingestolpert, muss ich sagen. Ich habe als Tagesmutter angefangen. Man kann bis zu 5 Kinder zu Hause betreuen. Dann gab es die Möglichkeit durch eine Gesetzesänderung, dass man sich als Tagesmütter zusammenschließen kann und mehrere Kinder zusammen betreuen kann in dem Begriff Tagesgroßpflege. Und aus dieser Tagesgroßpflege ist dann eine betreute Spielgruppe entstanden, dann eine Kinderkrippe und eine Einrichtung nach der anderen, weil einfach durch gewisse Umstände, die sind wir umgezogen in Räumlichkeiten, die dann für die Öffentlichkeit sichtbar waren, also in ehemalige Ladenräume. Und der Ansturm daraufhin war so gewaltig, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir diese ganzen Anfragen bewältigen. Haben Sie das erwartet, diesen Ansturm? Nein. Herr Schulze-Gronemeyer, jetzt gibt es ja seit dem 1. August diesen sogenannten Rechtsanspruch für die Betreuung von Kindern. Was genau bedeutet es jetzt für die Eltern von 1- oder 2-jährigen Kindern?
Gut, der Rechtsanspruch bedeutet, dass jedes Kind ab einem Jahr einen Anspruch hat auf einen Betreuungsplatz. Und unabhängig davon, in welcher konkreten Situation sich die Familie befindet. Also die Frage, die wir bisher oder früher hatten, war ja, sind die Eltern Berufstätigkeit zum Beispiel, um da einen Vorrang zu geben, dieses fällt alles weg. Man spricht jetzt immer von einer Quote von 34%. Was bedeutet das und was hat das für Auswirkungen für die Eltern? Die Quote von 34% ist eine Ausbauquote, um überhaupt mal eine Perspektive zu haben, wohin wollen wir überhaupt kommen, also auch ein Stück weit eine politische Zahl. Jetzt wir in Stuttgart, also als evangelische Kirche in Stuttgart, als größter freier Träger dort, sehen, dass wir im Innenstadtbereich deutlich höheren Bedarf haben, also die Plätze steigen, Plätze werden ausgebaut und die Wartelisten werden nicht kleiner, sodass wir da sicher bei einem Ausbau von oder bei einem Bedarf von 60-70% sind. Wir sprechen jetzt von der Prozentzahl der Kinder, für die ein Platz zur Verfügung stehen würde. Also 60% der Kinder in dem Alter, für die steht ein Platz zur Verfügung. Ja. Im Durchschnitt ist man jetzt ja gesetzlich von 34% ausgegangen. Was passiert denn jetzt, wenn mehr Eltern aber einen Krippenplatz wollen für ihr Kind? Dann haben die natürlich einen Rechtsanspruch drauf und die müssen jetzt, also die kommen jetzt zum Beispiel zu uns in die Einrichtung als freier Träger und sagen dann, ja, also ich möchte gerne mein Kind anmelden und wir haben dann keinen Platz. Dann ist für uns die Information immer, dass wir dann die Familien an die Stadt Stuttgart in dem Fall, also an die Kommune verweisen. Und die Kommune muss diesen Rechtsanspruch gewährleisten. Ich glaube, da direkt dazu muss man ganz klar sagen, diese 34% sind zurückzuführen auf den Krippengipfel 2007. 2007 haben sich Bund, Länder und die kommunalen Spitzenverbände darauf verständigt, für 34% dieser Kinder, dieser Altersgruppe ab dem ersten Lebensjahr bis zum dritten Lebensjahr einen Betreuungsplatz letztlich anzubieten. Was halten Sie von der Quote? Die Quote war sicherlich zu dem Zeitpunkt, als sie vereinbart wurde, 2007 vollkommen legitim. Jedoch ist eine politische Ausbauquote heute nach dem 1.8. obsolet. Wir sind heute in der Situation, dass die Kommunen Plätze nach der tatsächlichen Nachfrage der Eltern vorhalten müssen. Das heißt, so wie Sie es gerade richtig ausgeführt haben, wir haben in den Städten Nachfragen von bis zu 60%, in anderen Regionen des Landes von deutlich weniger. Jetzt hat er dieses sogenannte Kinderförderungsgesetz, ist ja ein Bundesgesetz, das hat der Bund verabschiedet. Wer ist denn jetzt in der Verantwortung, diese Quote zu erfüllen? Ja, so wie Sie es in der Einleitung richtig gesagt haben, das sind die Kommunen. Letztlich richtet sich der Rechtsanspruch gegen den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Und jedes Elternteil, was einen Platz braucht, kann beim Stadt- bzw. Landkreis eine Klage darauf entsprechend einreichen. Ärgert Sie das, dass Sie als Kommune dafür verantwortlich sind, obwohl Sie es gar nicht in die Welt gebracht haben, sozusagen, dieses Gesetz? Ja, dazu muss man ja dann auch wieder ganz klar noch mal sagen, die Ausbauquote war eine gemeinsame Vereinbarung. Der Rechtsanspruch ist ins Gesetz gekommen. Da hat man nicht mehr mit den Kommunen gesprochen. Das wollte man einfach politisch fixieren. Wer ist dann schuld, Land oder Bund? Ich glaube, die Schuldzuweisung heute zu suchen, ist relativ schwierig. Wir als Städtetag Baden-Württemberg haben ganz klar nochmal uns ans Land gerichtet und gesagt, verschiebt den Rechtsanspruch, macht eine stufenweise Umsetzung, gebt uns mehr Zeit. Ihr weckt bei den Eltern falsche Erwartungen. Wir schaffen es nicht, die ausreichende Plätze nach der Nachfrage zur Verfügung zu stellen, nur unser Anliegen. Könnten Sie das überhaupt verschieben, wenn der Städtetag das wünscht? Nee, wir wollten das auch gar nicht verschieben. Aber also Sie könnten es als Land auch gar nicht, oder? Nee, wir können da nicht aussteigen. Also, denn das haben wir zusammen mit dem Bund ja auch gemacht, beziehungsweise da gab es ja eine Kooperationsvereinbarung zwischen Bund und den Ländern. Und deswegen wäre das auch nicht zu verschieben gewesen. Ich persönlich halte auch nichts davon, also dass man es verschiebt oder verschoben hätte. Denn das ist wirklich wie im richtigen Leben, wenn der Druck dann nicht da ist, also dann passiert auch zu wenig. Ja. Also, und wir haben gemeinsam, denke ich, einiges dann auf die Beine gestellt. Wir sind noch nicht so weit, wie wir kommen wollten, aber wir sind ganz gut, denke ich, also in der Zeit. Frau Engelmann hält gar nichts von Ihrem Vorschlag. Ja, sonst hätte von, man von diesem nicht. Ich denke, es sind einfach auch die unterschiedlichen Situationen, die vor Ort sind. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, gesellschaftspolitisch ist es völlig legitim, diesen
Rechtsanspruch im Gesetz zu fixieren. Das ist auch völlig unstrittig unter allen Beteiligten. Hätte denn die Landesregierung jetzt auch mehr tun können, damit die Kommunen jetzt nicht in diesen Problemen sind mit der Anzahl der Krippenplätze? Das Land hätte sicherlich früher mehr Geld zur Verfügung stellen können. Ja, dankenswerterweise wurden Fehler der Vergangenheit da wirklich revidiert. Ja. Gerade durch den Pakt mit den Kommunen für Familien mit Kindern wurde die Finanzierungssituation deutlich entspannt. Ich denke, das haben auch die Träger Sie vor Ort deutlich gemerkt. Und ich denke, dadurch, durch diese bessere Finanzierungssituation, konnte auch noch mal deutlich mehr Ausbau gelingen. Also das war nicht nur ein Motivationsschub, ja, für die Kommunen und für die Träger insgesamt, sondern da hat das Land ganz schön viel Geld in die Hand genommen. Aber Sie sagen, und das war überfällig. Spät. Ja gut, ich würde sagen, das war überfällig. Also die neue Landesregierung hat sich das ja auf die Fahnen geschrieben, also hier die Kommunen auch zu unterstützen und da an einem Strang zu ziehen und gemeinsam zu schauen, also dass das mit dem Ausbau wirklich auch klappt. Und das war dann im Dezember, Sie haben es angesprochen, 2011. Das war ein halbes Jahr, nachdem die neue Landesregierung begonnen hatte. Und ich denke, dass wenn man die Verhandlungen dann noch mit einbezieht, also war das ein ganz wichtiger Schritt und Durchbruch, würde ich sagen, an der Stelle. Herr Schulze-Grunemann, würden Sie das so unterschreiben? Also das Gesetz wurde ja 2008 verabschiedet, dass in den ersten Jahren einfach zu viel versäumt wurde von der damaligen Landesregierung? Also die Landesregierung, das kann man natürlich im Nachhinein schwierig immer sagen. Also mit Blick auf diese Quote hat man sicherlich richtig ausgebaut. Die Realität ist deutlich, also hat einen deutlich höheren Bedarf, zeigt jetzt einen deutlich höheren Bedarf, als wie politisch angenommen wurde. Und im Rückblick ist es sicher so, dass man früher hätte Fachpersonal zum Beispiel ausbauen müssen. Also wir haben die Bundes- und Landeszuschüsse für den Investitionsbereich, um zu bauen. Da wurde sehr viel getan, das ist richtig. Wir haben auch in den Kommunen die Ämter, die sich jetzt noch mal auf die stärkere Bautätigkeit einstellen müssen, weil ja natürlich die ganzen Bauanträge auch eine bestimmte zeitliche Abläufe haben. Aber wir werden letztendlich am Bereich der Fachkräfte, das ist im Moment unsere stärkste Diskussion. Über die Fachkräfte sprechen wir gleich noch, Frau Benz. Wenn jetzt, Sie haben im Moment 200 Kinder ungefähr auf der Warteliste bei Ihnen in der Kita. Jetzt haben ja die Eltern den Anspruch, den rechtlichen Anspruch darauf. Was raten Sie ihnen denn? Ich kann Ihnen auch nur raten, sich ans Jugendamt zu wenden. Also durch das, dass wir Träger in Stuttgart sind, auch Jugendamt Stuttgart. Dort gibt es eine Beratungsstelle in der Wilhelmstraße und dort verweise ich die Eltern hin. Können, Frau Möding, die Eltern dann eine Kita irgendwo bekommen? Also weisen Sie dann eine Kita möglicherweise 50 Kilometer entfernt zu? Oder gibt es da irgendeine Grenze, wo man sagt, so und so viele Kilometer sind zumutbar? Also ich denke, das Erste, was auch genau Sie angeführt haben, ist in der momentanen Situation gut, die Eltern zu beraten, ihnen aufzuzeigen, auch was für Möglichkeiten es gibt. Und ich denke, das ist der erste Schritt, den auch die Kommunen wirklich gehen müssen. Ansonsten, wir haben ja im Bereich U3 noch keine Rechtsprechung. Es gibt im Ü3-Bereich so Grenzen mit 25 Minuten, wo man einfach sagen kann, ob das auch im U3-Bereich Anwendung findet, ist die große Fragestellung. Ansonsten denke ich, dass vor Ort auch wirklich noch gute Lösungen für die Eltern gefunden werden können, gerade wenn es vielleicht auch in der Nachbargemeinde eine Möglichkeit gibt oder am Arbeitsplatz. Ich denke, da ist wirklich die Beratung zentral. Aber es gibt im Moment keine Grenze, wo man sagt, so und so viele Kilometer oder so und so viele Minuten ist zumutbar für die Eltern. Wie gesagt, das müssen die Gerichte entscheiden, was zumutbar ist. Okay, also per Gesetz ist es nicht festgelegt. Finden Sie das in Ordnung? Also die, ich meine, wir sind von unserem Angebot her wohnortnah. Das heißt, wir versuchen natürlich, dass die Familien sich in ihrem Wohnort ihren Kindergarten oder ihren U3-Platz, also für die Krippenkinder bekommen. Wenn es keine mehr gibt. Weil die natürlich nicht nur ihre Kinder in die Betreuung geben sollen und in die Bildung, sondern im Prinzip es auch ein familiäres Miteinander auch bedeutet. Von daher ist unser Ziel natürlich schon, dass es genügend Plätze gibt, und zwar dort, wo die Familien wohnen. Im Moment haben wir es nicht. Müsste da eine gesetzliche Grenze her, Frau Engelmann? Ich würde jetzt im Moment noch nicht sagen, dass man es macht, denn ich setze auch auf die Kooperation vor Ort. Also trägerübergreifende Lösungen sollte man finden. Also das, was Sie jetzt eben gerade auch gesagt haben. Aber wenn wir 200 Kinder auf der Warteliste haben, die können Sie ja gar nicht wohnortnah einsetzen. Aber, jetzt ist es ja auch so, dass das zentrale Anmeldeverfahren auch wirklich auch weiterhilft. Denn also die
Eltern haben in ihrer Not das auch in der Vergangenheit so gemacht, also dass sie in 4, 5 Kitas ja, ihre Kinder angemeldet haben. Mhm. Und da hatte man überhaupt keinen Überblick. Und, und da wusste man auch nicht, also wie sieht es überhaupt aus? Also sind es jetzt die 100 Kinder oder ja, die vielleicht dann 50 davon woanders auch angemeldet wurden? Und da hat man sich ja auch verständigt, also dass man ein anderes Verfahren findet, um hier dann auch Transparenz zu haben und vielleicht den Eltern auch bessere Sicherheit geben zu können. Übrigens Hut ab, also das ist, wie Sie das gemacht haben und wie Sie dann so positive Energie entwickelt haben, also für Ihre neue berufliche Tätigkeit. Ja, es war ein Weg mit Steinen, aber ich sage auch, der Druck jetzt auf August 2013 war so groß, dass nochmal viel in Bewegung gekommen ist, was uns als Träger auch nochmal geholfen hat. Nach vorne zu gucken, also das nach vorne zu bringen, die ganzen Projekte. Frau Möding, Sie haben vorhin gesagt, die Grenze müssen die Gerichte entscheiden. Wenn jetzt die Eltern der Meinung sind, das ist für mich nicht zumutbar, dass ich an das andere Ende der Stadt muss oder möglicherweise in einen Ort außerhalb der Stadt noch, können Sie klagen? Sie haben jetzt quasi das Recht dazu. Sind bereits schon Klagen eingetroffen? Also wir haben immer wieder die Berichte von Städten bekommen, dass es auch Klagen letztlich gibt, beziehungsweise oft konnte dann durch vernünftige Gespräche mit den Eltern noch Lösungen gefunden werden. Und ich glaube, das ist auch nochmal, was man ganz klar den Eltern sagen muss und auch ein wirklicher Appell und eine Bitte. Man muss einfach ein bisschen Geduld vielleicht jetzt auch mitbringen, sich gut beraten lassen und dann werden vor Ort Lösungen gefunden. So konnten auch Klagen, von denen wir wussten, in der Zwischenzeit auch wieder abgewendet werden, weil man kurzfristig Lösungen vor Ort gefunden hat. Okay. Wie viel Geduld müssen die Eltern denn mitbringen? Was ist denn eine Grenze, wo Sie sagen, das ist in Ordnung, wenn Sie warten auf einen Platz? Ich denke, es ist von der individuellen Situation und auch von den Möglichkeiten, die vor Ort bestehen, tatsächlich konkret abhängig. Natürlich ist jede Ressource, die in eine Klage gesteckt werden muss, von Seiten der Kommunen letztlich eine Ressource, die fehlt bei der Erfüllung des Rechtsanspruchs und des weiteren Ausbaus. Das muss man ganz klar sehen. Und deswegen ist natürlich für uns dieser gesamtgesellschaftliche Auftrag der Kinderbetreuung an oberste Stelle zu setzen. Sie wünschen sich natürlich, dass keine Klagen. Okay. Aber letztendlich bekommen Sie als Kommune die Klagen ja ab von diesem Bundesgesetz, das der Bund entschieden hat. Ärgert Sie das? Ich glaube, es ist für alle momentan einfach unbefriedigend, weil keiner Klagen letztlich für die Umsetzung eines Rechtsanspruchs möchte, der gesellschaftlich eigentlich anerkannt ist. Wir sind ja uns alle einig, diesen Rechtsanspruch brauchen wir. Mhm. Nur jetzt ihn über den Klageweg und ein subjektiv öffentliches Anspruch zu normieren, das ist für uns halt die Frage, ob das tatsächlich so mit aller Gewalt zum 1.8. dann notwendig war oder ob man hier nicht andere Lösungen hätte finden können, um gerade die Kommunen noch mal ein bisschen zu entlassen und mehr Zeit einzuräumen. Mhm. Herr Schulze-Grundemeyer, was für Auswirkungen hat denn jetzt dieser Rechtsanspruch auf die Kirche? Sie sind ja quasi auch Vertreter des größten freien Trägers von Kindertageseinrichtungen. Ja. Gut, wir haben ja, wenn ich Anfang 1996 beim Ausbau des Rechtsanspruches für die Dreijährigen waren, die Kirchen, beide sehr zusammen mit den Kommunen, Stuttgart besonders, dann auch gemeinsam dabei, die Plätze zu schaffen. Auch so sehen wir unsere Aufgabe auch jetzt. Also das heißt, die Kirchen haben den Anspruch und auch als größter freier Träger jetzt in Stuttgart mit 5.500 Plätzen, dass wir für alle Familien in Stuttgart gemeinsam mit den anderen Trägern, auch natürlich mit den sonstigen Trägern und der Stadt, flächendeckend Bildung und Erziehung und Betreuung anbieten möchten. Mhm. Und diesen Anspruch als Kirche für die Menschen in der Stadt, dem wollen wir nachkommen und dem kommen wir auch nach. Sie haben vorhin den Fachkräftemangel angesprochen. Mhm. Wie groß ist denn das Problem? Ja gut, der Fachkräftemangel steigt natürlich, oder Knappheit oder die fehlende Fachkräfte werden wir mehr haben, umso mehr Plätze ausgebaut werden, weil wir dann immer zusätzliche Gruppen haben und eben für diese Gruppen dann den pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen. Wovor haben die Ihre Einrichtungsleiter am meisten Angst? Und jetzt ist natürlich so, dass dann nicht nur Einrichtungen, dann nicht nur jetzt zusätzlich neue Plätze besetzt werden können, weil dort Mitarbeiterinnen fehlen, sondern es könnte auch sein, dass jemand sagt, okay, ich bin jetzt in einer zweigruppigen Einrichtung und da wird jetzt aber eine neue gebaut oder ich möchte in den Bereich unter 3 gehen oder zu einem anderen Träger gehen. Gibt es auch, also nicht so oft, aber es gibt es natürlich, klar.
dass dann also in so einem Kindergarten 3 bis 6 Jahre auf einmal eine Stelle nicht mehr besetzt werden kann. Und dann stellt sich natürlich für den Träger und die Einrichtung die Frage, gut, muss ich jetzt den Kindern, die jetzt zum Beispiel schon 2, 3 Jahre bei uns in der Einrichtung sind, muss ich denen jetzt den Platz kündigen, weil ich die Stelle nicht besetzen kann. Ich habe ja bestimmte Schlüssel, ja. Die ich da... Und davor haben die Leitung am meisten Angst. Also, dass wir ein Schweizer Käse bekommen. Ja. Aber wir sind an der Stelle, also da haben wir gemeinsam sicherlich auch am meisten Aufgaben und da sind wir auch dran. Leiden Sie auch ein bisschen unter diesem Fachkräftemangel? Ist das ein Problem für Sie? Ja, in jedem Fall. Also wir sehen es als große Herausforderung und große Aufgabe. Die eine Seite ist das Suchen nach einer Immobilie, das baurechtlich umzusetzen. Das ist die eine Seite, der eine große Brocken, den man immer bewältigen muss. Und die andere Seite ist der Fachkräftemangel. Wer ist für Sie dafür verantwortlich, dass es zu wenig Fachkräfte gibt? Denn es ist ja schon eigentlich viele Jahre absehbar, dass es jetzt kommen wird. Genau, also mit dem Ausbau der U3-Plätze oder dem Gesetz 2008, was dann in Kraft getreten ist, war nicht klar, was das für, sage ich mal, noch für weitere Konsequenzen mit sich gezogen hat. Weil es ist ja nicht nur so, dass jetzt Fachkräfte fehlen, es fehlen ja auch Lehrer für die Fachkräfte. Okay. Es fehlen Schulen, es fehlen Praxisplätze oder auch immer wieder diese Möglichkeit, Praxis mit Theorie zu verknüpfen. Da hat man jetzt nochmal neue Möglichkeiten geschaffen. Aber das wurde einfach viel zu spät angegangen. Hat die Landesregierung da etwas versäumt, Frau Engelmann? Vielleicht zunächst einmal, also was ich ganz wichtig finde, dass in der Gesellschaft das Berufsbild Erzieherin, Erzieher anders gesehen wird seither. Also das ist wichtig. Also Sie haben vorhin gesagt, also Sie haben noch ein Stück weit, so habe ich es wenigstens wahrgenommen, auch darunter gelitten, also unter dieser unterschiedlichen Wahrnehmung und Wertschätzung. Und das finde ich jetzt in diesem Zusammenhang wichtig und dass dieser Beruf an Attraktivität gewonnen hat. Ja. Also plötzlich ist die Erzieherin auch in der Gesellschaft so anerkannt, also wie wir das uns vielleicht früher auch gewünscht hätten. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist tatsächlich, also wie kann man Erzieherinnen, Erzieher gewinnen? Und da denke ich, also wir haben dann versucht im Kultusministerium, wir haben so einen kleinen Krippengipfel, so haben es manche gesagt, gemacht. Das war im Januar 2012, da waren die kommunalen Landesverbände auch dabei, natürlich auch die Kirchen und die sonstigen freien Trägerverbände, auch natürlich Vertig, GEW und so weiter. Ja, und haben einfach mal gute Ideen gesammelt. Und da lag einiges natürlich in den Schubladen, wenn man so sagt. Und da haben wir zum Beispiel diese, was Sie angesprochen haben, praxisintegrierte Ausbildung. Also das kann man so machen. Das heißt, es ist quasi Theorie und Praxis miteinander verknüpft. Ja, also gut, die machen das unterschiedlich. Also 2 Tage Kita, also von Anfang an, 3 Tage Theorie dann. Wie viel Fachkräfte fehlen denn, Frau Möding? Kann man das beziffern? Also wir sagen jetzt aktuell sind es circa 2000. In Baden-Württemberg. Genau, in Baden-Württemberg, die momentan fehlen, die einfach nicht besetzt sind. Wobei ich möchte dazu noch kurz vorhin anmerken, ich glaube, wir dürfen den Eltern jetzt keine Panik machen, dass hier irgendwelche großen Kündigungswellen einsetzen und sie die Stellen verlieren, sondern wir werden auch Lösungen finden, wenn ein akuter Mangel besteht. Da kann man immer wieder noch mal darauf singulär dann einwirken. Aber momentan, wir sagen, circa 2000. 2000 Fachkräfte bedeutet wie viele Plätze für Kinder? Also bei den Plätzen ist es immer etwas schwierig zu sagen, weil es sich halt wirklich nach der Nachfrage richtet. Und die Städte sind jetzt erst im Prinzip eingestiegen, tatsächlich die Nachfrage zu analysieren, welche Eltern haben konkreten Bedarf und wie sieht es wirklich aus. Es ist von den Zahlen her ganz unterschiedlich, wie viele Plätze tatsächlich fehlen. Wir haben auch Städte, die uns melden, dass sie noch freie Plätze haben. So ist es nicht. Es ist einfach regional sehr unterschiedlich. Und Sie sagen gerade, dass die Städte anfangen, jetzt den Bedarf zu zählen. Warum jetzt erst? Weil man vorher, ich glaube, diese 34% immer so als eine Zielgröße gesehen wurden, als dass, wenn das erreicht ist, dann bin ich sage jetzt mal, safe, dann passiert mir schon nichts auf kommunaler Seite. Und man erst sehr viel später realisiert hat, Mensch, Achtung, die Nachfrage ist doch höher.
Und jetzt müssen wir Maßnahmen ergreifen und gegensteuern. Können Sie zwei Beispiele nennen von einer Stadt, wo noch freie Plätze da sind, wo quasi der Bedarf komplett gedeckt ist, und eine andere Stadt, wo der größte Mangel da ist? Also der größte Mangel ist ganz, ganz klar in unserer Landeshauptstadt. Es ist auch unbestritten, hier haben wir einen akuten Mangel von über 100 Stellen, die aktuell nicht besetzt werden können. Und wir haben beispielsweise, da nehme ich jetzt eine Stadt aus unserem Mitgliederbereich, wo wir auch überrascht waren, das war die Stadt Albstadt, die gesagt hat, wir haben 25% und das reicht bei uns. Frau Benz, wer muss seitens der Kommune oder Landesregierung, was muss da Ihrer Meinung nach getan werden, damit möglichst bald auch alle Eltern wirklich einen Krippenplatz bekommen, die es möchten? Es ist schwierig. Gerade in den Ballungsgebieten, wo die Nachfrage sehr hoch ist, haben sie auch begrenzte Möglichkeiten, innerstädtisch Immobilien zu finden. Wenn Sie den Stuttgarter Westen angucken, da haben sie die höchste Bevölkerungsdichte europaweit. Da ist kein Zentimeter Platz mehr. Da muss man schauen, wie kann man Nischen schaffen. Das schafft man zum Beispiel durch kleinere Gruppen, wie zum Beispiel Tagesgroßpflegen oder Spielgruppen. Wer muss konkret was machen? Alle müssen dran arbeiten. Also Träger müssen dran arbeiten, die Kommunen müssen dran arbeiten, die Baurechtsämter, die politischen Verantwortlichen letztendlich. Politischen Verantwortlichen, Frau Heingemann. Ja, also die Stärke von Baden-Württemberg ist sicher, also dass wir miteinander im Gespräch sind. Ja. Wann wird es genügend Plätze geben, Krippenplätze? Ja, also Krippenplätze, gut, also ich gehe mal davon aus, also jetzt Pia schafft schon jetzt mal 600. Diese neue Ausbildung. Ja, in 3-4 Jahren, denke ich, also dass wir da genügend dann haben. Ich denke, man müsste auch noch mal genauer hingucken bei den Fachkräften, denn 50% der Fachkräfte sind Teilzeit beschäftigt. Und da wäre es vielleicht mal wert, drauf zu gucken. Also vielleicht könnten wir dann diese Fachkräfte dann auch gewinnen, dass sie ein bisschen erhöhen. Ja. Gut. Frau Engelmann vom Kultusministerium sieht das Ganze sehr optimistisch. In 3-4 Jahren sagt sie, haben wir genügend Krippenplätze für alle Eltern. Rechtsanspruch und Wirklichkeit, Krippenplatz für alle. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.